gemeinsame Geburtstag. Nachwuchs bei der Volksmusikerin Melanie Oesch, unschlagbare Quarantäne-Buddies und eine Rezeptidee für die gehamsterte Pasta. Das und noch mehr gibt es jetzt im Weekly. Auch wenn momentan Festen verboten ist, hat es diese Woche doch einiges zum Feiern gegeben. Mit diesem Bild verkündet Jodlerin Melanie Oesch die Geburt von ihrem kleinen Robin. Und die ganze Familie, die ist wohlauf und überglücklich. Gratulieren darf man auch an Stan Wawrinka, der Tennisspieler, hat seinen 35. Geburtstag gefeiert. Oder eben besser gesagt, nicht gefeiert. Ja, mit dem Geburtstag ist es im Moment ja so eine Sache. Irgendwie bleibt einem nichts anderes übrig, als das einfach mit Humor zu nehmen, genauso wie es das Dan gemacht hat. Ich musste am Montag auch feiern, ohne alle meine Freunde. Aber das Gute daran ist ja, weil die Torten im Moment so aussehen, habe ich jetzt auch endlich wieder genug WC-Papier. Gleich gegangen wie am Stan und mir ist es auch der Influencerin, der Sarah Leutenegger. Sie ist am Dienstag 26 geworden. Wie war es für mich, Geburtstag in Quarantäne zu haben? Ich würde sagen, gemütlich, relaxed. Definitiv keine grosse Party, aber irgendwie trotzdem schön. Man hat somit einfach keine grossen Erwartungen, weil man kann ja eh nicht viel machen. Und von dem her war es wirklich schön. Ich habe mit meinem Mann, meinem Bruder und meiner Mami Geburtstag gefeiert. Wir haben zusammen zu Nacht gegessen. Meine Mami hat einen feinen Kuchen gemacht. Wir haben aber, bevor wir uns getroffen haben, uns je zwei Wochen in Quarantäne gesetzt, dass wir auch sicher sind, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. Ja, zum Glück gibt es immer noch Quarantäne-Buddies, mit denen man anstossen kann, zumindest wenn man nicht allein wohnt, wenn man nämlich kein Wegegespendli hat. Und dazu her, wie Adela auch noch Single ist, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Also als Single in Isolation sein ist einfach schrecklich. Es gibt nichts Schlimmeres. Not macht ja bekanntlich erfinderisch und ich habe etwas von mir gefunden, das ich doch noch sehr spannend finde. Um mich selber zu unterhalten, habe ich meine kleine Schwester zu mir heime eingeladen, wo mit mir dann zusammen einfach Homeoffice macht und so ein bisschen sich mit mir austauscht. Sie macht das natürlich alles freiwillig und ich muss sie überhaupt nicht zwingen, da anzukommen. Kein Kommentar. Also es ist wirklich so, momentan ist sie die einzige Person, die ich sehe. Aber ist auch schön. Spannend ist auch, mit wem sich die Rapperin Loredana in Luzern eingebunkert hat. Die Sängerin ist mit ihrer kleinen Tochter und dem deutschen Rapper Suna in Quarantäne. Und jetzt fragen sich natürlich alle, sind die beiden ein Paar? Nein, schreibt Loredana auf Instagram. Sie sagen einfach ein gutes Team in der Musikbranche. Und ein super Team, das sind auch der Comedian Claudio Zuccolini und seine beiden Töchter. Wichtig ist ja, dass die Kinder auch ein bisschen raus müssen. Darum gehen wir heute in einen ganz exklusiven Zoo. Hören wir mit. Wow, Robben! Sind denn süß? Oh, der rumänische Regenbogenbär. Das ist ja sehr süß. Man kann sie alle streicheln. Und das da? Was ist denn das? Ein Einhorn. Komm, schau! Die sehen wir ganz selten. Das sind die südafrikanischen Purzelbaummäuse. Krass! Wenn der Zoo zu ist, dann muss man halt einfach mal improvisieren. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Restaurants. Da kann schnell mal passieren, dass man irgendwann nicht mehr weiss, was man sich jetzt alles noch kochen könnte. Und darum zeigt euch Laura jetzt, wie ihr für die Kamster die Pasta im Homeoffice ganz easy Avocado-Pesto machen könnt. Ein schönes Wochenende und einen guten.